Hi, hey, und herzlich willkommen zurück in der Natur. Ich möchte heute ein bisschen Zeit im Wald genießen. Das heißt für mich jetzt so gegen Nachmittag in den Wald rein, schönen Nachmittag, die Nacht, nächsten Morgen noch hier verbringen. Ja, einfach ein bisschen runterkommen, Naturgenuss. Bin auch wieder mal in meinem Haushalt unterwegs, also gar keine großartige Tour. Wäre auch gar nicht möglich, weil ich habe mir echt einen Mordsluxus gegönnt. Ich habe Essen ohne Ende dabei. Ich habe einen 100 Liter Rucksack auf dem Buckel, der ist schwer wie Sau. Den möchte ich auch gar nicht jetzt mehrere Tage mit mir rumschleifen. Ich suche bereits auch schon nach einem schönen Plätzchen für die Übernachtung. Ja, und ich dachte mir, wenn ich schon unterwegs bin, könnte ich das vielleicht ein bisschen nutzen. Und zwar ist vor einiger Zeit, hat irgendjemand mal angefangen, keine Ahnung wer das war, auf jeden Fall hat er den sogenannten Liebsten Award ausgerufen, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, da werden einfach Leute nominiert. Denen werden 11 Fragen gestellt, die sie beantworten. Und, ne, da geht es nicht lang, wir in die andere Richtung. So, auf jeden Fall. Und die nominieren dann wiederum Leute, die dann wiederum 11 Fragen beantworten. Andere Fragen wohl bemerkt. Also jeder, der Fragen beantwortet, stellt dann 11 neue Fragen und reicht die dann weiter. So, die Abkürzung ist, ich wurde nominiert für diesen Liebsten Award und ich wurde vorher angeschrieben, ob ich da mitmachen möchte. Und normalerweise bin ich jetzt nicht so unbedingt der Riesenfan von irgendwelchen so Challenges oder irgendwie sowas. Aber ist ja keine Challenge, ist da eine Fragerunde. Und ich finde es vielleicht ganz praktisch, weil auf diese Art und Weise meine Zuschauer mich vielleicht ein bisschen näher kennenlernen können. Und ist natürlich auch nicht verkehrt. Deswegen habe ich da auch gleich zugesagt. Ja, und nominiert haben mich der Benjamin und die Silvia vom Outdoor-Kanal, kann man das so sagen, Outdoor-Kanal? Sagen wir mal allgemein YouTube-Kanal, Outdoor Potatoes. Den Link knall ich natürlich unten in die Beschreibung rein, ganz klar. Ja, und die haben mir dann eben 11 Fragen gestellt und die werde ich heute beantworten. Ganz kurz, ich möchte es gleich vorwegnehmen, diese, sagen wir mal einfach Challenge oder dieser Liebste Award allgemein, der läuft ja schon ein ganzes Weilchen. Also ich werde jetzt da keine Leute mehr nominieren, weil ich glaube, da war schon so gut wie jeder mal dran, der da was sagen möchte. Deswegen, das macht da jetzt wenig Sinn, irgendwelche Leute zu nominieren, die vielleicht schon das schon getan haben oder eben einfach das nicht machen möchten. Ist ja auch in Ordnung. Zu eurer ersten Frage. Seit wann packt mich Outdoor allgemein? Eigentlich schon als Kind. Ich möchte nicht sagen, dass ich es als Kind irgendwie Survival oder irgendwas gemacht hätte. Das wäre sicherlich jetzt völlig überzogen. Zumal es, wenn überhaupt, dann damals schon gar nicht so gehießen hätte. Aber ich war als Kind schon gerne draußen in der Natur. Gerne draußen im Wald. Vorzugsweise natürlich mit Taschenmesser irgendwie rumschnitzen, Hauptsache an einem Stock rumgeschnitzt und sich ab und zu mal ordentlich in die Flosse reinhauen. Das hat einfach damals dazugehört, dass man nach Hause heulend, ja, tut weh und überhaupt halbe Finger weg. Mutter drauf geschaut, tut noch, Band drum, fertig, da ist der Wald, rausgehen. Ja, so war das. So ein bisschen Hütten bauen, also ein bisschen aus Stücken, sage ich jetzt einfach mal, im Wald übernachten, sicher nicht als Kind. Und ich war etwa 8 oder 9, schätze ich jetzt mal. Da war es so, dass eine Arbeitskollegin oder ehemalige Arbeitskollegin, das weiß ich nicht mehr genau, von meiner Mutter, der ihr Sohn, der ist irgendwann mal ausgezogen und auf jeden Fall haben die den Dachboden ausgemistet. Ich kürze es ab, war auf diesem Dachboden auch ein altes Zelt. Und zwar so ein stinknormales, also so ein Zelt. Wie nennt man das? Ein hundsgewöhnliches Zelt halt, ja. Also nichts mit so Iglu und mit Material aus der Weltraumforschung oder so, sondern eine ordentlich schwere Zeltbahn. Das, ich würde mal sagen, es war sogar ein Stoff. Also es hat sich angefühlt wie so ein Stoff. Und meine Oma hatte einen riesen Garten. Also in diesem Garten standen, ich muss mal ahnen, wo waren das, zwei Zwetschgenbäume, ein Quittenbaum, zwei Birnbäume, ein Apfelbaum, zwei Mirabellenbäume. Es war ein Beet mit Himbeeren und Erdbeeren und Stachelbeeren.
Und noch ein Beet mit Salat und allem sonst was man sonst so gemüsemäßig damals so angebaut hat selber. Also richtig großer Garten. So, und dieses Zelt musste natürlich unbedingt ausprobiert werden. Also natürlich in diesen Garten das Zelt reingemacht. Ich habe auch tatsächlich auch eine Nacht, was ist eine, schon mehrere Nächte auch mal verbracht. Also nicht an einem Rutsch, aber immer wieder mal eine Nacht verbracht. Und habe mir dann irgendwann mal zum Geburtstag, weiß ich gar nicht mehr, oder zu irgendeinem Anlass, einen Gaskocher gewünscht. Stimmt gar nicht, ein Spirituskocher war es sogar damals. Genau, ein Spiritus war es sogar damals. Und da hat sich kein Schwein Gedanken gemacht. Ich habe damals einen Spirituskocher bekommen, so einen Doppelkocher, so einen Campingkocher, ja. Und habe damals meine erste Outdoor-Suppe gemacht. Meine Oma kam dann, weiß ich noch mal, irgendwo so gegen Mittagszeit rum, nach dem Motto, Mensch, Junge, ich habe Essen gekocht, möchtest du nicht kommen zum Essen? Ich sage, Oma, ich bin hier draußen, hallo, ich habe was zu essen, ich mache meine eigene Suppe. Und da war ich auch ganz stolz drauf. Ja, und ich glaube, da hat es ja mir angefangen. Dann, ich habe gesagt, es gibt ein bisschen längerer Part. Auf jeden Fall, dann hat das Ganze ein bisschen sich verlaufen mit Schule, Ausbildung, Beruf und so weiter. Das ist irgendwie alles ein bisschen abhanden gekommen. Und ich weiß noch, dass an irgendeinem, hau doch mal ab hier. Ich tue sonst keine Fliege, was so leider, aber ist ja keine Fliege, ist eine Mücke, gell? Auf jeden Fall war ich an einem total verregneten Sonntagmittag vom PC gesessen in YouTube. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie das passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich bin irgendwann mal beim Kanal vom Sagi gelandet. Und was soll ich sagen, ich habe diesen Kanal verschlungen, also wirklich hoch und runter. Ich fand es total faszinierend, dass, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber dass ein erwachsener Mensch einfach so in Deutschland sich keinen Hehl drum macht, sondern einfach sagt, so, ich übernachte jetzt hier im Wald, ich möchte draußen in der Natur sein, Punkt. Er macht das einfach, ja. Also als Kind ist das nochmal was anderes, ja. Gut, da gehst du nicht in den Wald, da gehst halt, keine Ahnung, Campingplatz oder sowas, ist das Highlight, aber einfach so im Wald übernachten und so. Und da gedacht, Mensch, das stimmt eigentlich, ja. Warum eigentlich nicht? Abseits natürlich der Naturschutzgebiete und so weiter, ganz klar, aber das wär's eigentlich. Wieder mal raus in die Natur, zurück zur Natur, das ist übrigens auch, ja, die Geburt dieses Eingangsspruches meiner Videos. Herzlich willkommen zurück in die Natur. Genau deswegen einfach wieder back to the roots, raus in die Natur, zurück. Ja, zurück eben zur Natur. Und ja, so hat es eigentlich angefangen. Also so kam ich irgendwann wieder zu dem ganzen Outdoor-Geraffel. Eure nächste Frage war, was war mein extremstes Erlebnis? Muss ich doch gleich nochmal schauen. Ich vermute mal, es bezieht sich auf Outdoor. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Nö, nicht mal. Aber ich gehe dort mal aus, dass es sich auf Outdoor bezieht. Also, was mein extremstes Erlebnis? Das ist die Frage, was bezeichnet man als extrem? Weil liegt da immer ein bisschen im Auge des Betrachters auch. Ich behaupte mal, dass doch viele Dinge, die ich so mache, andere als extrem bezeichnen würden. Wo ich dann wieder sagen würde, ja, ein bisschen abenteuerlich vielleicht, aber extrem ist anders. Ich definiere es mal so. Mein größtes Abenteuer, wirklich mein größtes Abenteuer, war definitiv die Befahrung einer Schachthöhle. Den Namen möchte ich jetzt nicht sagen hier. Einfach zum Schutz vor dieser Höhle. Es ist eine 90 Meter tiefe Schachthöhle auf der Schwäbischen Alb. Diejenigen, die die Höhle kennen, die wissen das sofort, von welcher ich rede. Und das war schon ein Wahnsinnserlebnis. Also die Höhle ist jetzt nicht, ich sage jetzt mal, wahnsinnig geschmückt mit Tropfsteinen. Es hat auch ein paar, aber nicht so wahnsinnig viele. Aber der Abenteuerfaktor, der war der absolute Hammer. Also ich war damals mit, ich glaube, 7 oder 8 Leuten da drin, was ich jetzt heute auch nicht mehr machen würde. Also so Gruppenbefahrungen, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Fliegen schon die Äste vom Baum. Na, auf jeden Fall, wir sind so 7 oder 8 Leuten drin. Wir sind morgens so gegen 9:30. Hey, nicht auf die Kamera. So morgens gegen 9:30 in diese Höhle rein und abends das letzte so kurz nach 9 wieder raus. Alles war schon, das war schon richtig klasse. Und es ist wirklich so, also man geht das so 2-3 Meter runter, zum Miniseil nenne ich es einfach mal, nimmt sein ganzes Gepäck, alles auch. Sag mal, schmeißt mich doch hier nicht. sein Gepäck quasi eine Etage mit nach unten und dann geht's, das Lügen, nochmal so 20, 30 Meter, auch relativ steil nach unten zum Geröll. Da muss ich also auch schon am Seil runter, weil da an dem Geröll wieder hochzukommen ist nicht so einfach.
So, dann verliert sich mein Gedächtnis ein bisschen, aber es war schon sehr abenteuerlich. Also es ging doch irgendwie nochmal so eine Schräge hoch, rechts hoch, wo links auch nochmal ein ordentlicher Kamin runterging, ja. Aber da ging es dann immer weiter, da muss man also wirklich rechts hoch. Dann weiß ich noch, dass man am Seil hängend, also so quer schlufen muss, das war also wirklich ein Schluf. Das war, also ich hing da quasi so, hier war die Felswand, irgendwann kam da so eine Ausbuchtung, also so den Hals quasi, den Kopf irgendwie so oben drüber und querquetschen, wie gesagt, am Seil hängend noch, weil hinten ging es ja wieder runter. Dann kam man irgendwann in einen Kamin rein, da musste ich den Kamin runterlassen und während dem Runterlassen, also ist das 8 Meter tief, schätze ich mal, geht unten auch nicht mehr weiter, sondern in halber Höhe etwa, muss man sich dann quer reinschwingen, wo es dann da reingeht. Und auf jeden Fall irgendwann dann mal kommt dann von oben die Decke so schräg herunter. Von unten kommt man selber, hat dann etwas so, na, ich sag mal so einen Schlitz, vielleicht 50 cm hoch, höher war das nicht. So, immer noch am Seil hängt wohl bemerkt. Hey, die Mücken, das ist echt schlimm. So, also immer noch am Seil hängt wohl bemerkt. Heißt, mit den Füßen voran durch diesen Schlitz durch, am Seil hängt irgendwie durchquetschen, also gleichzeitig am Abseilgerät loslassen, Seil vorne runterschmeißen und so weiter. So, und wenn man dann durch diesen Schlitz durchkam, hing man etwa 30 Meter hoch an einer Höhlendecke. Und dieser Hohlraum, so groß, da hätte man ein Konzert abhalten können. Also, abartig, ja. Fällt mir keine Worte ein. Also, ein riesen Raum, ja. Und allein dieses, du hängst da oben echt 30 Meter da an der Höhlendecke. Und das war schon, glaube ich, mein extremstes Erlebnis, würde ich mal sagen. Das war schon richtig, richtig hammermäßig. Ich kann dir auf jeden Fall so viel verraten. Ich möchte auf jeden Fall in diese Höhle nochmal rein, mit Kamera. Ich habe damals nur mit Handy rumfotografiert, damals noch überhaupt keine Kamera. Und die Bilder sind noch nicht wirklich so wahnsinnig dolle geworden. Deswegen wird auf jeden Fall mit Kamera nochmal rein. Wann ich das mache, weiß ich noch gar nicht. Wird schon irgendwann mal klappen. Ob das jetzt heute noch so extrem für mich wäre, weiß ich nicht. Aber damals war es definitiv mein extremes Erlebnis. So, auf zur nächsten Frage. Was bewegt mich heute noch, mit der Kamera durch die Welt zu ziehen? Ist eigentlich relativ simpel. Ich habe früher wirklich verdammt viele Fotos gemacht. Ich habe Fotos ohne Ende, auch von Lost Places. Ich habe schon Lost Places besucht, da hatte ich noch nicht mal ansatzweise eine Kamera. Habe ich einfach noch Fotos gemacht, Handyfotos muss ich dazu sagen. Also ich bin mehr so der Knipser, also Fotograf, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist so, da habe ich gar keine Geduld dafür, überhaupt nicht mein Ding. So, und was macht man mit diesen Fotos? Nix. Genau, nix. Die schmeißt man auf den Rechner, irgendwann mal auf eine Festplatte. Vielleicht das eine andere Mal, vielleicht noch ein Fotobuch gemacht, aber das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig. Und ja, also größtenteils macht man damit gar nichts. Das sind also Erinnerungen, die irgendwann mal im Sande verlaufen. Und ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass ich irgendwann eben über den Kanal von Saki gestolpert bin. Und der ja so, ja, ob er der Erfinder dieser Technik war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es für mich der Erste, den ich so gesehen habe, der diese Technik so einsetzt, der sich eben das selber filmt, der sich selber da ein bisschen in Szene setzt. Und das finde ich jetzt gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Das sind richtig geile Erinnerungen. Das ist klasse. Ja, ganz ehrlich, wenn man normalerweise fotografiert oder filmt, hast du alles drauf, ja? Nur dich selber normalerweise nicht. Dich selber hast du am allerwenigsten drauf, außer du findest gerade jemanden, der dir den Apparat abnimmt und mal dich auch mal fotografiert, dann ist aber der wieder nicht zu sehen, ja? Also, die Idee, einfach eine Kamera irgendwo hinzustellen und dich mal selber vor die Kamera zu positionieren, die fand ich eigentlich richtig spitze, muss ich ehrlich sagen. Und das, wie gesagt, diese Erinnerung, das ist auch heute noch der Grund für mich, rauszugehen. Also nicht rauszugehen, ist falsch ausgedrückt, sondern wenn ich rausgehe, die Kamera mitzunehmen, vor allem auf Touren, und einfach mitzufilmen und für mich einfach diese Erinnerungen ja, wieder aufleben zu lassen. Und bewegte Bilder, sind ganz ehrlich, sind einfach die schöneren Erinnerungen. Auch wenn ich zugeben muss, ich habe nicht immer die Kamera dabei. Gibt es auch mal durchaus Tage oder eine Übernachtung oder so, wo ich die Kamera wirklich nicht mitnehme. Ich habe sie jetzt auch noch mitgenommen, eben weil ich diese 11 Antworten heute drehen wollte. Ich finde es auch für mich persönlich wichtig, dass ich nicht immer die Kamera mit habe. Ist für mich nicht die Priorität, die Kamera mitzunehmen, sondern für mich ist die Priorität das Erlebnis. Einfach dieses Outdoor-Erlebnis, dieses Relaxen, dieses Runterkommen, diesen Natur genießen, das ich total genial finde und total gerne mag. Auch auf den Lost Places. Ich sauge ja diese Lost Places echt in mich auf. Das ist eben eine reißende Vergangenheit einfach. Und ja, wie gesagt, das eigentlich die Kurzantwort ist, es sind einfach geile Erlebnisse und für mich sind es tolle Erinnerungen und deswegen nehme ich heute noch die Kamera mit. Immer wieder mal auf jeden Fall.
wenn ich nicht gerade wieder beworfen werde. Ja, die nächste Frage, die ist auch sehr interessant. Die Frage nämlich, was muss bei jeder Tour bei mir auf jeden Fall dabei sein? Hängt natürlich sehr, sehr stark. Sieht man überhaupt nochmals? Ah ja, so. Hängt natürlich sehr, sehr stark ab davon, was es für eine Art von Tour ist. Also, wenn es eine Tagestour ist, dann muss mein GPS-Gerät dabei sein. Ganz klar. Ich bin absoluter Verfechter vom GPS-Gerät. Das hat einen relativ simplen Grund. Ich bin jemand, der eben Natur genießt und aufsaugt und sich dadurch auch sehr, sehr schnell ablenken lässt. Also wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert, dann muss ich das mir jetzt unbedingt anschauen, muss da hinlaufen. Und ich glaube, ich wäre ständig nur an der Karte am Schauen, wo ich denn eigentlich bin und wo ich eigentlich lang wollte. Und das wäre dann für mich einfach Stress, das ist dann für mich kein Genuss mehr. Deswegen, also das GPS-Gerät muss auf jeden Fall dabei sein. Ja, also bei einer reinen Übernachtungstour, mein Ausrüstungsgegenstand, der auf gar keinen Fall fehlen darf, ist einfach mein Kissen. Ganz schlicht ergreifend. Seit ich ein Kissen dabei habe, habe ich wirklich gute, vernünftige, sage ich jetzt mal, Schlafrhythmen nachts draußen. Und vorher war das immer so ein Etappenschlaf und ich wusste nie so wirklich, warum. Ja. Es waren keine Geräusche oder sowas, die mich davon abgehalten haben vom Schlafen, sondern es war einfach so dieses unruhige Liegen einfach. Deswegen, ja, also auf großen Touren ein GPS-Gerät und Übernachtungstouren auf jeden Fall ein Kopfkissen. Ja, die Frage nach der Lieblingslandschaft. Also, was ist meine Lieblingslandschaft und warum? Ganz klar zu beantworten, der Wald. Ich liebe den Wald. Der Wald gibt mir Kraft. Der Wald bringt mich, ich sage jetzt mal, er macht einen Refresh sozusagen. Er dreht die Uhr ein bisschen zurück und bringt mich total wieder runter, entspannt mich vom Alltag. Ja, ich liebe den Wald. Ganz so einfach. Ich liebe ihn einfach. Reicht das? Ich denke schon, oder? Also, nächste Frage. Die nächste Frage bezieht sich auf die Jahreszeit. Also, was ist meine Lieblingsjahreszeit und warum? Tja, das hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Also, grundsätzlich mal mag ich so diese Zwischenjahreszeiten. Also, zwischen Frühjahr und Sommer und zwischen Sommer und Winter, also Herbst logischerweise. Die mag ich eigentlich mit am liebsten. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin jemand... Ich habe kein Problem mit Schwitzen, ich habe ein Problem mit Frieren. Also Schwitzen ist mir egal, ich kann also bei 30, 35 Grad draußen in der Sonne wandern, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber so minus 10 Grad zu frieren, nee, das brauche ich nicht. Allerdings, der Sommer hat einen riesen Nachteil, die scheiß Mücken. Mücken und Zecken, das nervt und ich bin jemand, der Zecken anzieht ohne Ende. Also ich kann mit, egal wie vielen Leuten ich unterwegs bin, da ist jeder Zecken frei, ich habe sie dann quasi alle. Meine letzte Begegnung mit Zecken war eine Übernachtung im Wald, wo ich ungelogen am nächsten Tag unter der Dusche 7 Zecken noch an mir weggenommen habe. Die haben zwar nicht, waren noch nicht gebissen oder so, die waren einfach nur an mir dran. Und ich habe ja schon an dem Abend halt immer wieder welche entfernt. Also es war nicht normal, ja. 7 Zecken von meinem Körper entfernt. Das war also nicht sehr feierlich. Und deswegen, der Frühjahr ist so... Temperaturmäßig angenehm, kaum oder noch wenig Zecken unterwegs, Mücken eh auch relativ wenig. Und beim Herbst ist es natürlich genauso. Deswegen, ich glaube, das sind so meine zwei Lieblingsjahreszeiten eigentlich. Dann haben wir eine sehr interessante Frage. So, und zwar, ich möchte es einfach wortwörtlich vorlesen und nicht da selber irgendwie wiedergeben. So, was machst du jetzt besser als anders noch vor 5 Jahren? Outdoor-mäßig. Wer hätte es gedacht? Ja, was mache ich anders? Ich würde einfach sagen, ich bin mit weniger Gepäck unterwegs. Ausnahmsweise heute vielleicht jetzt gerade mal nicht. Heute habe ich eine Luxustour. Aber ich habe immer wieder mal versucht, das Gewicht meines Gepäckes zu reduzieren. Weil meine erste Tour, die war heftig. Heftig einfach insofern... Ich hatte mir Amerikas angeblich meist oder beliebtester Trekking-Rucksack oder so ähnlich hieß das Ding, bestellt. Natürlich nicht in Amerika, sondern schon in Deutschland, aber so wurde es halt auf jeden Fall in der Werbung betitelt. Und ich dachte, ja, das brauche ich. Das ist ein Ultraleichtteil natürlich. Also mir war schon klar, dass ich ultraleicht unterwegs sein möchte. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass mein Inhalt natürlich auch ultraleicht sein sollte. Ich habe das Ding natürlich also voll gepackt. Ich kann nicht sagen, wie viel Gewicht es damals war, aber ich kann eins sagen. Ich bin damals eine Zweitagestour gelaufen, abends an einer Schutzhütte angekommen und da wollte ich auch keinen Meter mehr laufen.
Ich konnte tatsächlich meine Schultern nicht mehr nach oben bewegen. Es hat mir so dermaßen die Schulter wehgetan. Das war echt heftig. Und das mache ich heute definitiv anders. Also definitiv achte ich wirklich sehr, sehr stark drauf auf das Gewicht meiner Ausrüstungsgegenstände. Oder eben darüber, ob ich sie überhaupt brauche. Also ich habe damals auch einen ganzen Haufen Klumps mitgeschliffen. Ja. Das brauche ich heute noch nicht mehr. Das mache ich definitiv anders. Zur nächsten Frage. Gibt es Tipps, die du jemandem geben kannst für Wintertouren? Meine Nase geht gerade zu. Das hat mit dem Tipp nichts zu tun, aber das ist immer eine Erwähnung. Also falls du jetzt hörst, dass ich wieder anfange zu näseln. Ich kämpfe da schon so 2 Wochen rum. Aber zurück zum Thema. Tipps für Wintertouren. Darf ich mich auf einen Tipp beschränken? Weil sonst wird das Video doch echt arg lang. Also ich habe einen ganz bestimmten Tipp. Da habe ich mir auch vorher Gedanken gemacht, ist ganz klar. Und dachte sofort, also ich verzichte auf Ausrüstungstipps. Mein Tipp ist so, und zwar eine Wintertour ist eine Tour im Kalten, ganz klar. Im Winter ist es normalerweise kalt, es ist feucht, wenn Pech hat, schneit es auch noch. Und was ich finde, was man da ganz, ganz schnell unterschätzt, ist, dass man trotzdem selber auf Touren kommt. Also aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, sage ich jetzt einfach mal, der ist nicht sehr groß, aber die bisschen Erfahrung, die ich habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, man zieht sich logischerweise warm an, mache ich natürlich auch, aber rechtzeitig wirklich die Jacke auch aufreißen. Wenn du merkst, dir wird warm, Jacke aufreißen, Schal wegmachen, was auch immer, es ist wirklich absolut tödlich, auch für die Gesunde absolut tödlich, also tödlich ist relativ natürlich, also nicht, man stirbt nicht dran oder so. Aber absolut ungesund natürlich, wenn man anfängt wirklich zu schwitzen, also nass wird und das dann bei kalten Temperaturen. Das ist quasi, dann ist die Erkältung vorprogrammiert, man hat Pech, hat sogar eine Lungenentzündung oder irgend sowas. Ja. Also das sollte man vermeiden. Deswegen warm anziehen, definitiv, ganz klar. Aber immer so schauen, dass man, wie sagt man so schön, dass es einem beim Losziehen ganz leicht fröstelt. Nicht saukalt ist, sondern einfach leicht, so, ja, so ein bisschen kalt ist es. Das ist eigentlich genau richtig. Und dann losmarschieren. Und dann wirst du auch merken, dass so nach 1-2 Kilometer wird es automatisch warm. Weil einfach der Körper logischerweise auf Hochtouren gerät. Und das ist mein Tipp für Wintertouren. Einfach rechtzeitig den Körper entlüften, Luft rankommen zu lassen und zu verhindern, dass man auf jeden Fall schwitzt. Was sind deine besten Tipps für einen Neueinsteiger? Also ich habe auf jeden Fall sicherlich Tipps. Ich möchte nur vorneweg nehmen. Ich würde mich jetzt auch nicht als Profi bezeichnen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Also gibt es andere, Saki zum Beispiel, der das seit Jahrzehnten macht. Oder Joe Vogel, der Survival-Experte schlechthin. Ja. Da gibt es einen ganzen Haufen Leute, die können das wesentlich besser fundierter auch beurteilen. Oder denen steht es eher zu, sage ich jetzt einfach mal, einem Neueinsteiger einen Tipp zu geben. Aber da ich darum gebeten wurde, versuche ich mal vielleicht so einen ganz, ganz allgemeinen Tipp. Lass dich nicht irre machen. Wenn man heute auf den ganzen Social-Media-Plattformen unterwegs ist, YouTube, Facebook, Instagram, was weiß ich wo, überall, ja, wenn man das so als Neuling, sage ich jetzt mal, da so einsteigt und sich da ein bisschen so durchliest, dann kriegt man dann, du brauchst dies, du brauchst jenes und der Schlafsack für 300-400 Euro und ein Tarp für 200 Euro und den Brenner und dies und jenes. Vergiss es. Vergiss es einfach. Wenn du Interesse dran hast, outdoor-mäßig irgendwie unterwegs zu sein, nimm einen popligen Rucksack, mach dir dein Vestbad da rein, egal wie, mach dir dein Vestbad da rein und geh raus. Mach einfach. Das ist vielleicht mein Tipp. Mach einfach, ja. Nicht viel drüber reden, nicht viel drüber lesen, einfach machen. Und alles andere kommt so nach und nach. Ich habe nicht gleich das gekauft, was vielleicht andere tausende Leute empfohlen hätten, sondern ich habe das erstmal genommen, was ich hatte und dann das genommen, wo ich sage, okay, eine Steigerung mehr, ich brauche dies oder jenes und habe so nach und nach dazu gekauft. Und genau so, jetzt mal ein Beispiel hier, ist es mit dem ganzen Outdoor-Geraffel, nenne ich es jetzt einfach mal. Was nehmen wir da als Beispiel? Gute Frage. Messer. Messer ist ein geiles Beispiel. Also, nicht falsch verstehen, ich habe
überhaupt nichts dagegen, wenn da einer 300 Messer zu Hause hat. Ja. Ich bin überhaupt kein Messerfreak. Ich besitze, lass mich kurz überlegen, drei Messer. davon nehme ich eins schon gar nicht mehr mit, weil es ein feststehendes Messer ist. Also sprich, das kann ich nicht zusammenklappen, das mag ich irgendwie gar nicht. Ja. Das liegt zu Hause rum quasi. Das zweite ist ein Messer, ist ein Moran-Messer. Das habe ich mir damals bei einem Seminar von Joe Vogel mitgenommen. Da hat es mich einfach nur beeindruckt, wie rattenscharf dieses Teil ist. Das ist es auch. Also das ist, da kann man sich den ganzen Finger mit abhauen mit dem Teil. Habe ich nicht ausprobiert, habe ich mir das sagen lassen. Aber es ist wirklich ordentlich scharf. Das benutze ich heute eigentlich nur noch, wenn ich jetzt so wie hier so eine kleine Tour mache, wo ich einfach nur draußen die Zeit verbringe, wo ich nicht großartig wandere, wo ich also nicht aufs Gewicht achten muss, so muss man sagen. Mein Hauptmesser ist, jetzt muss ich ganz überlegen, was es überhaupt für ein Messertyp ist, Hersteller. Ich sag ja, ich bin überhaupt kein Messerfreak. Ah ja, genau, ein Leatherman ist das. Ein ganz popliges Taschenmesser, ja, sauscharf. Und das ist mein absolutes, tja, Lieblingsmesser ist gut, es ist mein einziges Messer, was ich in aller Regel dabei habe. Und das ist ein schönes Beispiel. Kauft ihr nicht irgendwelche Survival-Messer, Macheten, was weiß ich, ja? Das brauchst du nicht. Du brauchst es nicht. Du kannst es irgendwann kaufen, wenn du das Geld dafür hast oder zu viel Geld hast, kann natürlich auch sein, ja? Oder du irgendwann sagst, Mensch, Messer sammeln, das macht mir Spaß. Okay, von mir aus, ja, warum nicht? Oder einfach du andere Aufgaben damit machen möchtest, ja? Also wenn du anfängst, jetzt irgendwelche Hütten zu bauen oder sowas, dann macht es sicherlich das mehr Sinn, weil du mit so einem kleinen Messer kommst nicht weit, ja? Aber wenn mir dein, wenn du unterwegs bist auf einer Tour und dein Essen zusammenschnippeln möchtest, ja mein Gott, da reicht das Messer allemal, ja. Und das ist eigentlich so mein Tipp, jetzt kürze ich es wieder ab. Ich habe aber schon lange genug gelabert, gell? Kürze es wieder ab. Mein Tipp für Neuansteiger, lass dich nicht Kehre machen, nimm erstmal das, was du hast. Und ach so, noch einen letzten, ganz, ganz coolen Tipp. Es gibt eine Videoreihe von Saki, die nennt sich so sinngemäß so irgendwie Greenhorn. Und schaut sie dir an. Das ist eigentlich so genau das. Da Saki hat dann echt einen guten so einen Punkt rausgegriffen, nenne ich es jetzt einfach mal. Einfach zu sagen, Leute, wenn ihr das machen wollt, sag mal, geht voll ab da hinten, gell? Die nächste Hochzeit. Da geht's ab in der Kirche, du. Eigentlich eine, zack, 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 eine nach der anderen. Okay, so, ich wollte nicht weiter hier voll labern. Schau dir diese Videoreihe an von Saki, Greenhorn heißt die. Die ist wirklich hochinteressant. Auch hier ist eigentlich die Kernaussage, nimm die einfachsten Sachen, die du hast. Du brauchst keine teuren Ausrüstungsgegenstände. Das ist so die Kernaussage. So, herzlich willkommen zurück in der Zivilisation. Es ist Wahnsinn. Hey. Da hinten ist irgendeine Kirche oder was. Und da geht eine Hochzeit nach der anderen ab. Die hupen sich da hinten den Wolf. Das ist echt der Hit hier. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist deine Top-Outdoor-Marke und auf welche schwörst du? Ich habe da eigentlich gar keine bestimmte. Ich schwöre generell auf Marken oder sagen wir mal auf höherwertige Produkte. Die dürfen auch gerne ein bisschen mehr Geld kosten. Das ist meistens so. Also das Gesetz der Marktwirtschaft verbietet es schlicht ergreifend, dass gute Ware billig verkauft wird. Das ist meiner Meinung nach so. Deswegen, ich bin da gerne bereit, ein paar Euro mehr zu investieren. Aber dann muss es auch was taugen. Dann muss es auch gut sein und ich möchte es dann auch nicht nach ein, zwei Jahren auf den Müll schmeißen müssen. Es soll ja schon ein paar Jährchen halten. Das ist eigentlich mit allem so, was ich habe. Ob das jetzt ein Schlafsack ist oder eine Hose ist oder eine Jacke oder irgend sowas. Dann erwarte ich dann auch Qualität dafür. So, eine bestimmte Automarke? Nein, weil ich allein schon klamottentechnisch, ich trage alles Mögliche, ja. Querbeet, ich kann da gerade immer sagen, das ist eine Fehlwave auf jeden Fall, die Hose. Aber frag mich jetzt gar nicht, was es für ein Oberteil ist. Steht hier irgendwo, ja, da steht sogar was drauf. Oh, das muss ich selber gucken. Du siehst, ich bin voll der Markenfreak. Ach, komm her. Ein Odlo. Okay, das ist also ein Odlo-Oberteil für die Markenfreaks unter euch. Ich find's gut. Mir ist es eigentlich scheißegal, was da für eine Marke draufsteht. Ich find's gut. Mir gefällt's. Es gibt vielleicht nur eine einzige oder einen einzigen Bereich, wo ich auf eine bestimmte Marke eigentlich schwöre. Einfach aufgrund dessen, dass ich schon seit Jahren immer wieder auch Nachfolge, in dem Fall Geräte nutze. Und das ist die Firma Garmin. Das muss man einfach so sagen. Also ich schwöre auf diese Garmin GPS-Geräte. Das ist einfach
so meiner Meinung nach mit das Beste, was man so auf dem Markt bekommen kann. Und die Jungs machen echt einen guten Job. Die machen einen guten Job, die haben auch einen geilen Service, muss man auch dazu sagen. Also ich hatte tatsächlich einmal bei meinem alten Gerät das Problem, dass bei einem Software-Update das Gerät sich aufgegangen hat und definitiv nicht mehr hochgefahren ist. Da hat auch die Hotline nicht mehr helfen können. Es ging einfach nicht mehr. Das Gerät war damals 4 Jahre alt oder so, schätze ich jetzt mal. So, es hieß, ich soll es einschicken. Habe ich gemacht. Was zurückkam, war ein niegelnagelneu verpacktes Gerät. Und ich dachte, wow. Ohne Murren, ohne Garantie, irgendwas. Überhaupt kein Thema. Das Allgerät hatte Schrammen weg und so weiter. Die haben das Gerät direkt getauscht. Und seitdem ist es auch nie wieder vorgekommen. Also irgendwelche Abstürze oder irgendwie sowas habe ich noch nie wieder gehabt seitdem. Also der Service, der stimmt einfach bei der Firma. Und deswegen, und da zahlt man auch gerne ein paar Euro mehr. Ja, also insofern, meine Top-Automarke Garmin. Und ansonsten bin ich da völlig befreit quasi von Marken. So, dann haben wir noch die letzte Frage. Gab es oder gibt es Momente, in denen du den alltäglichen Luxus in deinen Outdoor-Erlebnissen vermisst? Das ist eine sehr schwierige Frage. Gab es das schon mal? Ganz ehrlich. Nee, gab es tatsächlich nicht. Warum? Weil ich bei meinen Outdoor-Erlebnissen ja gar keinen Luxus haben möchte. Ich gönne mir also so viel Luxus, sage ich jetzt mal, dass es für mich ein schönes und ein angenehmes Outdoor-Erlebnis wird. Und ich bin ja da nicht auf einem Survival-Trip oder irgendwie sowas. Das ist so gar nicht mein Ding, sondern ich möchte ja genießen. Aber ich brauche nicht zu viel Luxus. Also jetzt da irgendwie, was weiß ich, jetzt ein Feldbett mitschleifen oder irgendwie sowas, ja, oder ein Zelt oder sowas. Das käme überhaupt nicht in den Sinn. Deswegen so wenig Luxus wie möglich. Und ich habe es, wie gesagt, eigentlich noch nie vermisst, muss ich ehrlich sagen. Gerade echt scharf überlegen. Doch, es gab eine Situation, auch wenn es ja popelige Situation ist. Aber da ist mir tatsächlich auf Natur mal das Milchpulver ausgegangen. Und ein Kaffee ohne Milch. Ja, mit Ach und Krach habe ich den auch reinbekommen. Aber da habe ich dann gedacht, so jetzt so ganz kleinen Schuss Milch, ja, das wäre doch jetzt echt schön, ja. Das war aber das einzige Mal, wo ich wirklich einen Luxusgegenstand hier draußen vermisst habe. Ansonsten, wie gesagt, ich bin ja nicht auf Luxustour, insofern für mich ist einfach der Aufenthalt in der Natur, dieses Aufsaugen dieses Erlebnisses, das ist eigentlich Luxus. Und das ist auch in heutiger Zeit, in einer Zeit, in der die Welt sich immer schneller dreht, immer enger zusammenwächst, ist das, glaube ich, der eigentliche Luxus auch, den man hier draußen hat. Sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu gönnen und einfach ein bisschen, ja, wie ich es immer so schön sage, zurück zur Natur. Ja, lieber Benjamin, liebe Silvia, ich hoffe, ich habe eure Fragen gut beantwortet. Meine Nase geht leider immer mehr zu. Zum Glück bin ich jetzt gerade durch mit den Fragen. Weil ich glaube, ich schätze mal, so eine halbe Stunde kann ich gar nicht mehr gescheit reden. Boah, ist echt übel. Naja, ich möchte aber nicht meckern. Ich werde die Nacht hier draußen verbringen und hoffe, dass meine Nase irgendwann wieder frei wird. Wahnsinn. Wahnsinn, Geräusche, ja echt. Das wird auch wieder ruhiger. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ich, wie gesagt, eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet habe. Wie gesagt, nominieren tue ich jetzt keinen mehr, weil ich denke einfach, dass diese Challenge oder diese eben der Liebste Award schon zu lange läuft. Deswegen möchte ich da niemanden mehr nominieren. Da wurde jemand schon mal irgendwie genannt oder hat schon mal das Video schon abgedreht dazu. Ja, ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß hier draußen in der Natur, draußen bei euren Outdoor-Erlebnissen und für euch beide natürlich weiterhin viel Erfolg für euren Kanal. Ja, und man liest sich auf jeden Fall wieder. Bis dann. Ciao. Hätte ich noch fast vergessen. Dankeschön natürlich nochmal für die Nominierung. Stand da, glaube ich, irgendwo mit dabei. Hätte man machen sollen. Deswegen, also nochmal Dankeschön. Ich stehe jetzt auch direkt vorm Lager. Und jetzt gibt es erstmal was Ordentliches zum Abendessen. Ich habe Kohldampf. Also, bis dann. Ciao.